Lohnt sich der Trailpark Kassel im Winter? Es ist zwischen den Jahren, haben ungefähr 6 Grad und ausnahmsweise regnet es heute mal nicht. Und wir haben überlegt, wo fahren wir hin? Harz und Deister gehen vollkommen unter im Flammen. Die Bikeparks haben alle geschlossen. Also haben wir uns in Verbindung gesetzt mit dem Trailer der Bikepark Kassel. Und hier ist heute auf, oder befahrbar, oder man darf fahren, solange es hell ist. Und das checken wir aus. Also herzlich willkommen, liebe Mountainbikies, endlich mal wieder einem neuen Video. Und so zum Warmfahren. Von hier aus geht ein grüner und ein blauer los. Wir fahren erstmal ganz chillig den grünen zum Einfahren. Sonne kommt raus. Nass ist es trotzdem. Los geht das. Der ist wirklich sehr grün. Oh, ein kleines Steinfeld, aber nett gemacht. Ja, aber Bock, ey. Okay. Ah, shit.
So, der Apfel ist ganz witzig gemacht. Es gibt mehrere Wege nach oben zu kommen. Der hier geht quasi über die Skipiste. Ist auch so ein bisschen snakig angelegt. Ist zum Teil echt ziemlich matschig hier heute. Aber funny. Viel zu langsam. Also ich würde mal sagen, wenn das noch ein bisschen trocknet, ja, und man dann mal so eine Phase von weniger Gegenwind kriegt, ja, weil der stoppt einen ja schon, ne? Ja. Aber ich bin jetzt bei ein paar so genau oben drauf, weil du musst ja jedes Mal, ja, wenn du landest, treten, ja, und dann trittst du gegen diese Motorleistung an. Ja. Cool, das war's und du kommst mitten in der Matschepampe raus. Dann geh da hoch. Die andere macht keinen Sinn. Thank you.
liebe Leute, kurzes Fazit. Lohnt sich der Ausflug zum Trailpark Kassel mitten im Winter? Ich kann euch die Frage ehrlich gesagt nicht eindeutig beantworten, weil es ein bisschen kompliziert ist. Also erstmal waren wir mit E-Bikes hier und ihr wisst, im Bikepark ist es immer so eine Sache, ob man mit dem Bio oder mit dem E-Bike unterwegs ist. Man kriegt eben teilweise einfach mit dem E-Bike nicht ganz so viel Schwung. Gerade so in der Jumpline war das heute echt ein bisschen schade, dass wir da nicht so richtig den Speed aufbauen konnten. Ansonsten ist es echt ein schöner, sehr gepflegter Park. Es war einfach extrem matschig, weil es einfach so viel geregnet hat in den letzten Tagen und Wochen. Ich meine, wir sind mitten in einer Hochwasserkatastrophe in Deutschland. Insofern, ich finde, es hat sich gelohnt, mal für 2-3 Stündchen hierher zu fahren. Ich glaube aber, ansonsten würde ich mir die 200 Kilometer sparen und von da aus dann eher in eine andere Richtung fahren. Es war jetzt unter den Umständen vollkommen okay. Man merkt auch, dass der Park mit total viel Liebe gebaut ist. Für mich ist sowas wie Einbeck oder Deister halt eben einfach sehr viel näher. Auch das ist bei den Konditionen eigentlich von den Streckenverhältnissen nicht anders. Insofern geht Liebe raus an einen weiteren tollen Trailpark, der auch bei so einem Wetter überhaupt geöffnet hat. Das muss man ja auch sehen. Ansonsten sind die Trails halt einfach relativ kurz. Dafür dauert der Uphill auch nicht so lange. Aber die Strecken sind halt einfach auch nicht so anspruchsvoll. Für die Jumpline muss es einfach trockener sein, weniger matschig und wahrscheinlich darf man dann da auch nicht mit dem E-Bike durchfahren. Dann kommt man über die Jumps wahrscheinlich auch relativ locker drüber oder man kann halt einfach besser fahren als ich oder hat mehr Power in den Beinen, dass man auch das E-Bike auf entsprechende Geschwindigkeit drückt. So, lange Rede, kurzer Sinn, das war's. Euer Tim Doppel im Busche. Viel Spaß, bleibt heile und viel Spaß im Winter.